Während ihres Australien-Besuchs am Freitag in Adelaide hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Konsequenzen wegen eines russischen Hackerangriffs auf die SPD angekündigt. Wir können diesen Angriff vom letzten Jahr heute eindeutig der Gruppe APT-28 zuordnen, die vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuert wird. Mit anderen Worten, staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen. Das ist völlig inakzeptabel und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Im Juni 2023 hatte die SPD bekannt gegeben, dass es bereits im Januar einen Angriff auf E-Mail-Konten des Parteivorstandes gegeben habe. Es sei unklar, ob Daten abgeflossen seien. Hintergrund ist, dass APT-28 Schwachstellen in der Software des IT-Konzerns Microsoft ausgenutzt hat. Bereits am 27. Februar hatten Sicherheitsbehörden mehrerer Länder, darunter die USA und Deutschland, eine gemeinsame Warnung zu dem Thema veröffentlicht.